kommt dann die Hand nicht mehr drauf und schickt ihn ins Diagonale aus. Und somit 13:5. Führung für die Berliner. Ah, es wird jetzt verdammt schwer für die Netzhoppers hier. Jetzt muss irgendwas muss passieren. Also entweder dort drüben nochmal eine taktische Raffinesse oder jemand nimmt sich ein Herz beim Aufschlag. So wie gerade Benjamin Petsch. Anton Bremer, meinst du? Nee, vorher schon. Achso. Okay. Und der ist, muss eigentlich an die Netzhoppers, ja. Da habe ich auch keinen Blocker der Netzhoppers in der Nähe gesehen. Oh, Dennis Caliberda ist hier richtig on fire.